Meines Vogel, alle hier aus unserer Heimat, Robert aus Mansfeld und Hannes aus Aschersleben, also Kinder unserer eigenen Heimat. Die Wetterbedingungen sind optimal. Windstill. Kurz entschlossen fährt Robert auf die Rampe zu. Ein Gruß an die Zuschauer und alles hinterher. Das waren schon mal zwei gelungene Sprünge hier mit unseren beiden Piloten. Und wenn Sie genügend Sprungsicherheit haben, dann zeigen Sie die Tricks, die Sie sich eingeübt haben. Hände weg vom Lenker. Und ja, das wird sein Motorrad geben. Das war schon eine super Trickkombination von Hannes. Ein Ten-Ten und ein No-Footer. Wie schon gesagt, wir haben die Rampe ein Stück zurückgezogen. Die Flugphase hat sich verlängert. Und die Piloten haben mehr Zeit für ihre Tricks. Das war ein wunderschöner Hillklicker von Robert Naumann. Die Füße vor den Armen über dem Lenker zusammengeknallt. Dann ist unser Spaßvogel, macht ganz eigene Dinge. Sprünge erfordern kurze Konzentration. Und nochmal von unserem Hannes Buger, ein schöner Hinblicker. Und der Hannes mit seinem berühmten Fendergriff erfasst gleich mal während des Fluges an Schutzblech.
mutig, mutig, ein One-Hand Landing mit einem am Lenker gelandet. Und jetzt hat der Robert endlich raus. Ein schöner Superman-Seatwip. Rechte Hand am Lenker, linke an der Sitzbank und der Körper gestreckt nach oben. Ein Superman-Seatwip. Diesen Trick nennt man Shaolin, beide Füße zwischen den Armen hindurchgestreckt. Und unser Hannes hat ihn gezeigt, den Cliffhanger. Hier ist er, unser Hannes mit der Suzuki, mit seinem Cliffhanger, nur noch mit den Füßen am Lenker festgehalten. Den haben sie erst vor kurzem einstudiert. Und auch der Robert mit einem wunderschönen Cliffhanger. Wir konnten es gut sehen, mit den Füßen am Lenker festgehalten und der Körper und die Hände nach oben. Die Jungs werden immer besser. Das war noch ein sehr, sehr schöner Superman-Feedback. Wieder eine Trickkombination, ein Ken-Ken, Füße zur Seite.
es geht wieder weiter hier mit dem Ton. Jetzt zeigen euch die beiden noch ein paar sogenannte Trains. Die fliegen ganz dicht hintereinander über die Rampe. Sehr riskanter Trick, aber spektakulär. Und wenn sie es richtig machen, sind beide gleichzeitig in der Luft. Also für euch noch ein paar super Trains mit Robert und Hannes. Jawohl! Egal was, macht euch großen Spaß. Wollt ihr noch ein paar Tränen sehen von Robert und Hannes? Lasst euch überraschen, ob das klappt.